In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr aus dem Zoom H1N einen Audiorekorder mit zwei Eingängen macht. In der Standardausführung habt ihr hier einen Eingang für ein Mikrofon, für ein Stereomikrofon. Und nach dem Intro zeige ich euch, wie ihr das aufbohrt für zwei Monomikrofone. Ich habe mir hier mal zwei Mikrofone bereitgelegt. Das ist das EduTeach ETM06, beides mal das gleiche. Vorteil davon ist, das braucht keine Phantomspannung. Hier habe ich noch ein Shotgun-Mikrofon von Tonor, das braucht eine Phantomspeisung, hat aber eine Batterie eingebaut, so dass es das nicht vom Rekorder quasi braucht. Der Zoom H1N kann auch keine Phantomspeisung leisten, das sollte man jetzt im Hinterkopf behalten. Ich habe hier ein ganz tolles Kabel gefunden auf Amazon, ein Stereo Breakout Kabel nennt sich das, verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Was macht das? Naja, das trennt die beiden Kanäle für das Mikrofon, ist ja ein Stereo Input hier, auf zwei Monospuren auf. Das heißt, ich schließe das jetzt hier einmal an. Hier sehe ich dann auch, dass er sagt External In. Jetzt stelle ich das hier einmal ab, dann könnt ihr immer beobachten, was hier drauf passiert. Jetzt habe ich hier das Shotgun Mikrofon von Tonor und das hat jetzt hier einen XLR-Anschluss und XLR, also der Standard-XLR-Anschluss hier, der mit diesen drei Nupsis da, das ist eben ein Mono-Anschluss. Das heißt, ich habe hier ein Mono-Mikrofon und hier hätte ich einen Stereo-Anschluss. Klar könnte ich auch direkt anschließen und dann ist aber trotzdem immer nur noch ein Mono-Signal. Also ich habe dann auf beiden Stereo-Spuren das gleiche, links und rechts. Ja, wir machen das Ganze jetzt mal mit dem Adapter. Der ist jetzt hier angeschlossen. Ich führe das mal hier vorne rum und schließe das Mikrofon an. So, es ist noch ausgeschaltet, hat jetzt also noch keine Phantomspannung und man sieht jetzt erstmal nichts. Jetzt schalte ich es mal ein, man sieht, dass was passiert. Wenn ich jetzt mal draufschlage, dann seht ihr, dass nur links sich was bewegt. Das kann ich hier noch ein bisschen aussteuern. Ich rede jetzt einfach mal rein, dann habt ihr quasi auch ja, live meine Stimme da am Ausschlagen. Rechts passiert nichts, das wäre hier unser roter Anschluss. Und das kann man ja ganz einfach nachrüsten, indem ich jetzt das zweite Mikrofon anschließe. Das hier ist mein Ansteckmikrofon. So, und wenn ich jetzt spreche, dann gibt es einen leichten Ausschlag auf beiden. Also der rechts ist jetzt ganz stark am Ausschlagen und links der fängt an auszuschlagen, wenn ich es mir vor den Mund führe. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, zugegeben, ich kann es nur einmal aussteuern. Ich kann jetzt also nicht die Kanäle einzeln aussteuern, links und rechts, sondern müsste das jetzt hier irgendwie versuchen zu machen. Das kann jetzt dazu führen, dass das eine das Pieken anfängt und bei dem anderen noch gar nicht so viel passiert. Das heißt, die Wahl der Mikrofone ist dann auch nochmal entscheidend. Ich gehe mal ein bisschen runter und so zum Beispiel wäre es eine Möglichkeit, so hätte ich jetzt beide zumindest nicht im Bereich, wo die pieken würden. Das wäre die eine Option, die ich machen kann, zwei verschiedene Mikrofone anschließen. Besser ist natürlich, wenn ich jetzt das mal wegnehme, Phantomspannung aus und habe das gleiche Mikrofon, das EduTeach nämlich nochmal. Das kommt sowieso ohne Phantomspeisung aus, die habe ich jetzt beide angeschlossen und die haben auch den gleichen Level. Also wenn ich jetzt mal nebeneinander halte, sieht man sogar, wie identisch die Ausschläge sind und jetzt kann ich auch den Nupsi für die Aussteuerung oben benutzen, um ein gleichbleibendes Ergebnis zu kriegen. Die zwei Teile haben jetzt den Vorteil, die kann ich jetzt zwei Personen anstecken und damit ein Interview führen. Also es kann ja zum Beispiel ich als Fragender sein, kann mir das anstecken und meinem Gast. Und das kann ich alles mit dem Zoom H1N aufzeichnen. Bei dem Setup ist nicht zu vernachlässigen, dass die Mikrofonkabel in meinem Fall eigentlich zu kurz sind, weil ich muss ja an zwei Personen das ranstecken. Das heißt, hier einfach noch eine Stereo-Verlängerung, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, dazu nehmen. Dann kann man quasi beide Kabel lang genug zu der Person hinführen, die man interviewen möchte. Wenn wir das Ganze jetzt bearbeiten wollen, müssen wir aber nochmal was beachten. Also ich nehme immer Audacity und wir sehen uns jetzt gleich am PC wieder und schauen uns mal an, wie solche Spuren dann aussehen, die als Stereospur eigentlich reinkommen. Die zwei Audiospuren, die ihr jetzt seht, die interpretiert jetzt Audacity natürlich erstmal als ganz normale Stereospuren. Es gibt einen linken und einen rechten Kanal. Man sieht aber schon, dass die völlig verschieden sind. Um die jetzt aufzusplitten, kann ich hier oben einfach auf Audio Track gehen. Jetzt könnte ich hier sagen Split Stereo Track oder ich kann sagen Split Stereo Track to Mono. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Das mache ich jetzt einmal. Und jetzt sieht man hier, dass man zwei unabhängige Tracks voneinander hat. Die kann man jetzt entweder zusammen bearbeiten oder einzeln bearbeiten. Das war vorher nicht möglich. Ich gehe nochmal zurück. Jetzt ist es wieder ein gemeinsames Stereo-Track. Die kann man nur zusammen bearbeiten. Wenn ich jetzt hier drüber ziehe, wird auch automatisch oben immer mitmarkiert. Wenn ich jetzt aber nochmal den splitte,
dann habe ich zwei Monotracks, genauso wie ich es haben will. Und die kann ich jetzt separat bearbeiten, kann Rauschen entfernen oder einen Kompressor zum Beispiel anwenden. Ja, damit habt ihr das Zoom H1N aufgebohrt und habt ihm zwei statt nur einen Input mitgegeben. Schaut mal jetzt im Abspann, da habe ich noch ein paar andere spannende Videos zum Zoom H1 für euch.